Und nun zu den Offshore-Anlagen, also Windparks im Meer. Ein Beispiel, das ist Herr Petersen. Er hat einen Offshore-Windpark in der Nordsee gebaut, denn schließlich weht da richtig viel Wind. Die Anlage steht fertig im Meer und könnte längst Strom ins Netz einspeisen. Sein Problem? Der Netzbetreiber hat die Stromleitung auf dem Meeresgrund noch nicht verlegt. Deshalb ist Herrn Petersens Windpark noch nicht ans Stromnetz angeschlossen. Er kann keinen Strom einspeisen. Herrn Petersen geht also jeden Tag eine Menge Geld verloren, das er für seinen Strom längst bekommen könnte. Seine Kalkulation geht nicht auf. Damit so etwas nicht passiert, wird das verlorene Geld auf den Endverbraucher umgelegt. Also auch auf Sebastian. Denn durch das unkalkulierbare Risiko mit dem Netzanschluss würde ja sonst niemand mehr einen Offshore-Windpark bauen. Diese Absicherung nennt sich Offshore-Umlage. Wichtig? Die Offshore-Umlage greift nur dann, wenn beim Anschluss ans Netz, wie bei Herrn Petersen, etwas schief geht.